Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Warum begrüße ich euch heute? Ohne Mimik im Gesicht, fahl, traurig, mit nicht gemachten Haaren, kleine Augen, Mundwinkel nach unten. Ich möchte dir nämlich zeigen, wie du müde wirken kannst und wie du alt aussehen kannst, wenn du dir keine Mühe gibst. Wenn du nicht auf dein Äußeres achtest, wenn du nicht auf deine Mimik achtest, wenn du nicht auf dein gepflegtes Äußeres achtest und wenn du nicht auf deine Gesichtshaut achtest. Hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Und ich glaube, ihr könnt jetzt schon sofort merken, dass wenn ich meine Mimik verändere, wenn ich meine Haare so ein bisschen zurückgebe, wenn ich ein bisschen lache, ein bisschen Mimik in mein Gesicht zaubere, dass man sofort wacher wirkt, dass man jünger wirkt, interessanter wirkt und dass man vor allen Dingen auch viel, viel jünger wirkt. Und ich möchte euch jetzt in diesem Video gern meine Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie auch ihr sehr viel jünger wirken könnt, ohne es zu sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video und würde mich natürlich darüber freuen, wenn euch solche Themen interessieren und ihr meinen Kanal abonniert. Vielen Dank dafür. Jetzt wollen wir aber starten. Wie können wir jünger wirken? Einfach indem wir ein bisschen Mimik in unser Gesicht zaubern. Das ist ganz einfach. Wir brauchen nämlich, statt so zu gucken, denn wenn wir die Mundwinkel nach unten ziehen, so, wie das übrigens sehr, sehr viele Menschen machen und wie ich es früher, als ich jung war, auch gemacht habe, da haben nämlich immer meine Eltern und meine Verwandten zu mir gesagt, lach doch mal, du siehst richtig böse und unerzogen aus, haben sie immer zu mir gesagt. Du siehst aus, als hättest du auf nichts Lust und wärst einfach nur teilnahmslos und eine Marionette, durch die Gegend läuft. Das habe ich mir zu Herzen genommen und ich habe in meinem jugendlichen Alter schon versucht, ganz viel zu lächeln. Nämlich so. Habe versucht, meine Mundwinkel nach oben zu ziehen und einfach meine ganze Gesichtsausdrucksweise freundlicher zu gestalten. Das geht nämlich ganz einfach. Wenn wir nämlich nach unten, dann automatisch ziehen sich auch die Augen mit nach unten, gerade im Alter, wenn wir so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so über die 40 rüber gehen, dann neigen wir dazu, dass das alles so ein bisschen hängt. Und wenn wir dem nachgeben, wenn wir versuchen, nicht dagegen anzuwirken, dann wird sich diese Gesichtsmimik einmanifestieren, sodass es uns noch schwerer fällt, die Gesichtshälften nach oben zu ziehen in Form eines Lachens. Und das wird ganz automatisch passieren, wenn ihr euch einfach angewöhnt, mit einem freundlichen Lächeln durch die Welt zu laufen. Und davon mal abgesehen, schüttet das auch ganz viele positive Hormone aus, die euch das Leben auf jeden Fall schon mal von Grund auf ein bisschen einfacher machen lassen. Ich weiß, man hat nicht immer viel zu lachen, aber bitte glaubt mir, heute ist ein Tag, wo ich wirklich sehr, sehr viel erlebt habe. Ich hatte in meinem Vlog ein bisschen darüber berichtet, wenn ihr da wissen wollt, worum es geht. Wir hatten heute Nacht sehr schlimme Ereignisse und auch heute. Also mein Tag ist alles andere als leicht und trotzdem kann ich es schaffen, dass ich jetzt ein bisschen fröhlicher in die Kamera gucke und mit meinen Mitmenschen umgehe, denn die können ja nichts dafür, ja. Jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen und ganz besonders ist es mir eigentlich wurscht, was andere denken über mich, aber es ist mir wichtig, was ich selber über mich denke, wie es mir selber geht und wie ich selber mein Leben positiver und schöner gestalten kann. Und dazu ist es unwahrscheinlich, wie das sieht man in meinem Gesicht richtig gut. Wenn ich die Mundwinkel nach unten ziehe, geht meine ganze Gesichtshälfte inklusive der Augen und Augenbrauen nach unten. Und wenn ich lächle, sieht das alles sehr viel schöner, jünger, frischer und gepflegter aus. Klar werden jetzt viele sagen, nee, du siehst trotzdem alt aus, aber ich fühle mich besser. Ja, ich schütte Endorphine aus und ich bin glücklicher und es kommt Adrenalin in meinen Hormonhaushalt und ich fühle mich auf jeden Fall, selbst wenn es mir nicht gut geht, was heute leider der Fall ist, sehr viel besser. Und jetzt werde ich nochmal ein paar Veränderungen an meinem Gesicht vornehmen, um euch zu zeigen, dass man da ganz viele kleine Dinge machen kann, dass man einfach jünger aussieht. Klar?
Meine Haare sind nicht die schönsten und nicht die besten, aber auch damit kann man etwas anstellen, dass man ein bisschen jünger aussieht, indem man sie nämlich einfach ein bisschen pflegt. Viele von euch werden jetzt sagen, nein, deine Haare sind trotzdem ganz doof und eklig und sehen gar nicht schön aus. Kann sein. Aber ich, wenn ich in den Spiegel gucke und wenn ich mit gekämmten Haaren mich dort sehe, fühle mich auf jeden Fall schön. Ja? Und das ist doch die Hauptsache, dass man sich selber schön fühlt und dass man die positive Ausstrahlung, die man in sich trägt, nach außen transportiert. Und das macht schön. Das ist etwas, wo das Gegenüber sagt, ja, das ist ein interessanter Mensch. Da möchte ich mich gern mit unterhalten. Und das ist auf jeden Fall ein hübscher, attraktiver Zeitgenosse, dem ich da begegnet bin. Und wenn das andere über dich denken, kannst du sicher sein, dass du auch wirklich innerlich so weit bist, dass du es geschafft hast, auch eine positive Ausstrahlung nach außen zu transportieren. Denn selbst hübsche Menschen, die ein wirklich hübsches von Natur aus Gesicht haben, die können trotzdem sehr, sehr unattraktiv wirken, weil sie eben ihre Schönheit, ihre äußerliche gar nicht nach außen transportieren können, weil sie innerlich nicht schön sind. Und wenn du innerlich schön bist, ist völlig wurscht, wie du nach außen aussiehst. Das ist viel, viel wichtiger. Und das wollte ich euch jetzt einfach aber auch einmal so zeigen, dass man auch nicht nur innerlich schön sein kann und muss, sondern dass man automatisch, wenn man sich ein bisschen zurecht macht, wenn man so ein ganz klein bisschen sich über die Haare streicht, so ein bisschen Pflege vielleicht aufs Gesicht gibt, dass man automatisch jünger, schöner und vor allen Dingen auch sehr viel attraktiver wirken kann. Ich hoffe, ich konnte euch das mit diesem kleinen Experiment so ein bisschen zeigen. Jetzt können wir natürlich noch weitergehen, indem wir uns dann schminken, ja, indem wir noch ein bisschen andere Techniken anwenden. Wir können auch mit Farben ganz viel transportieren. Ich habe jetzt eine ungünstige Farbe für mich an. Das ist so ein Weinrot. Das steht mir nicht besonders gut. Ich finde immer ganz persönlich, dass mir die rosafarbenen Kleidungsstücke sehr gut stehen. Oder Gelb oder Creme oder so. Das sind Farben, die mein Gesicht blühen lassen. Warum auch immer. Und obwohl das keine Farben sind, die nach der Farbenlehre für mich geeignet sind, finde ich mich einfach, wenn ich in den Spiegel gucke und was Rosanes anziehe, einfach schöner, als wenn ich jetzt was Weinrotes trage. Aber das ist natürlich Ansichtssache und die Geschmäcker sind sowieso völlig verschieden. Ich wollte nur damit transportieren, dass man ganz viel mit dem Gesicht machen kann. Was einen noch richtig älter aussehen lässt, ist die Unebenheit der Gesichtshaut. Wenn wir jetzt ganz viele Pigmentflecken haben oder auch unregelmäßige Altersflecken, Sommersprossen, so wie ich das auch in meinem Gesicht habe, dann kann das durchaus alt wirken, ja, auf mein Gegenüber, weil du einfach ein Gesicht zeigst, präsentierst, was unruhig wirkt, was nicht gleichmäßig ist. Und alles, was unruhig, unregelmäßig und nicht einheitlich ist, impliziert beim Betrachter eine Art von Unattraktivität, etwas, was verkehrt ist, etwas, was so nicht sein darf, und das macht uns alt. Ja? Da sehen wir dann älter aus, als wir eigentlich aussehen müssten, und da können wir natürlich ganz viel jetzt mit der Schminke machen. Wir müssen aber gar nicht mit Make-up an die Sache gehen. Wir können sogar ein bisschen Feuchtigkeit aufs Gesicht geben. Ich mache das jetzt hier mal mit einem Serum von Balea und sofort werdet ihr merken, dass ein bisschen die Trockenheit in meinem Gesicht verschwinden wird. Ich werde das ein bisschen vorsichtig machen, weil ich habe Rosazie und wir wollen natürlich jetzt nicht noch röter werden. Auch das ist etwas, was älter machen kann. Ja, auch Rötungen, als wir sowieso schon sind. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen einmassiere, dann habe ich natürlich Rötungen, klar, aber auf jeden Fall können wir dann so schon einmal etwas jünger aussehen, ja, etwas frischer, etwas durchbluteter. Und wenn ihr keine Rosazie habt, werdet ihr auch dann schon merken, dass die Haut sich aufplustert, kleine Fältchen eventuell ausgeglichen werden und wir auf jeden Fall schon einmal ein bisschen besser aussehen als vorher. Jetzt würde ich mir gerne meine Haare so ein bisschen zurückmachen und möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ich werde nämlich jetzt ein bisschen Make-up auftragen. Das ist jetzt ganz spontan, das hatte ich jetzt eigentlich gar nicht vor mit euch, aber wir werden das einmal machen. Aber ich muss einmal nach unten in meine Box und muss mir hier ein Make-up rausholen. Und dann werden wir das einmal zusammen auftragen. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen sogar heute. Es ist ein richtig guter Tag, um mit euch einmal auszutesten, wie das Make-up und wie
eine leichte Frische im Gesicht und wie ein bisschen Farbe im Gesicht unser gesamtes Bildnis zum Positiven verbessern kann. Und das werden wir jetzt einmal ausprobieren, ein bisschen zurecht machen. Und dann komme ich euch ein bisschen auf die Pelle. Ich habe jetzt hier einen Foundation von Trend It Up. Die ist natürlich gar nicht mal so leicht, aber trotzdem werdet ihr, glaube ich, wissen, was ich meine, wenn ich sage, wir machen das Ganze ein bisschen regelmäßiger. Wir versuchen, die Ungleichheit meiner Gesichtsfarbe auszugleichen. Wir versuchen, eine Art Transporter von meiner Gesichtshaut zu einer gleichmäßigeren Haut hinzubekommen. Und das klappt mit dieser Foundation immer ganz gut, weil die nicht ganz so deckend ist, aber trotzdem es schafft, meine Rötungen und meine Gesichtshaut regelmäßiger, gleichmäßiger aussehen zu lassen, die Rötung ein bisschen in den Hintergrund verschwinden zu lassen. Und ihr werdet sofort merken, dass das Ganze schon ein bisschen besser aussieht. Jetzt sieht man den Hals, so ähnlich sah mein Gesicht eben aus, sehr unruhig. Und wenn ihr jetzt mal mein Gesicht wegnehmt und nur meinen Hals betrachtet, kann man, glaube ich, ganz gut sehen, wie unruhig das Ganze hier ist. Und dass es automatisch älter wird. Ich muss aber vorsichtig sein mit dem Einreiben der Foundation, weil ne, ich Rosazea habe und immer ein paar Minuten brauche, bis sich das Ganze wieder beruhigt. So, jetzt werdet ihr schon sofort sehen, dass das Gesicht mindestens ein bisschen ebenmäßiger aussieht. Ja, meine Rötungen werden jetzt gleich noch weniger werden. Wir können da natürlich noch ein bisschen nacharbeiten, indem wir noch ein bisschen mehr machen. Ihr seht trotzdem meine Sommersprossen und Altersflecken durch, aber das Ganze ist nicht mehr unruhig und mit meiner Foundation richtig gut zu einer Einheit geworden. Ne? Trotzdem ich da nicht überschminkt aussehe. Ich würde fast sagen, dass es schon so ein bisschen so ein No-Make-up-Look ist, den ich hier mache, weil meine Sommersprossen und Altersflecken so stark noch durchscheinen, sie aber nicht, finde ich, unangenehm aussehen, sondern sie sehen auf jeden Fall, ich würde sagen, es ist eine gepflegte Haut. Und ich finde auch, dass das jetzt schon jünger aussieht. Klar, einige werden sagen, nein, so Blödsinn, aber ich finde, das tatsächlich sieht jetzt schon besser aus. Wir sind aber natürlich jetzt mehr so in Richtung Maske gegangen. Da fehlt natürlich noch eine ganze Menge. Und zwar das Allerwichtigste überhaupt sind die Augenbrauen und die Wimpern natürlich. Und das wollen wir jetzt einmal schön in Form bringen. Ich würde auch ein bisschen Lidschatten aufbringen wollen auf mein Gesicht. Dafür muss ich mir noch mal eben einen Pinsel holen und dann können wir weitermachen und dann werdet ihr sehen, wie ein paar Striche und ein bisschen mehr Farbe im Gesicht das Ganze gleich sehr viel jünger aussehen lässt. Wir gehen zuerst an die Augenbrauen. Ich habe hier einen Puder von Yves Saint Laurent, was ich tatsächlich sehr, sehr selten benutze. Und das werde ich jetzt einmal mit euch austesten und gucken mal, was wir hier Schönes zaubern können für euch. Und dann würde ich sagen, wir starten, indem ich einmal in den dunkleren Ton hineingehe. Es soll jetzt hier auch kein Make-up-Tutorial sein, sondern ich möchte einfach nur mal kurz zeigen, wie es aussehen kann, wenn wir ein paar Striche machen. Das Ganze ein bisschen betonen. Und ein bisschen Ausdruck in unser ganzes Gesichtshälfte bringen. Das wird sofort jünger aussehen. Sofort. Ja. Jetzt haben wir das eine. Jetzt gehe ich an die andere. Ich möchte hier jetzt ganz sachte ein paar Striche ziehen, ohne groß eine Veränderung herbeizuführen. Einfach nur betonen. Meine natürlichen Härchen betonen. Nachzeichnen, ein bisschen korrigieren. So,
Das soll schon mal das gewesen sein. Jetzt würde ich einen Schritt weiter gehen und mir ein bisschen hier auf die Lidfalten geben, damit wir da auch so ein bisschen Farbe reinbringen. Ich würde ganz gerne so ein bisschen im natürlichen Bereich bleiben. Ganz einfach hier so ein bisschen Schein auf meine Lider geben mit so hellen Tönen, so ein bisschen Glitzer hat es drin, aber ganz wenig nur. Und hier ist mir noch ein bisschen wenig. Und ich gehe noch mal in einen bräunlicheren Ton. Die gefallen mir aber alle hier nicht. Deswegen gehe ich noch mal in meine Palette hier, in diese Yves Saint Laurent Lidschattenpalette in den mittleren Ton und werde mir hier das obere Lid, den Lidknochen betonen. Schön ausblenden. Gehe dann hier auch noch mal rein. Und habe dann automatisch schon einen Gesichtsausdruck hinbekommen. Dabei habe ich noch nicht mal irgendwie eine Kontur gemacht oder so. Ich habe einfach nur meine Gesichtszüge ein bisschen betont. Ich nehme jetzt eine Mascara. Ich nehme aber den Define von Primark, wenn euch das interessiert. Den habe ich schon ganz oft getestet auf meinem Beauty Over 50 Kanal. Der würde da oben dann stehen, wenn ich das Video geschnitten habe. Könnt ihr gerne mal draufklicken. Dann habe ich ihn hoch und runter getestet. Ein bisschen, ja, ganz wenig Mascara, ganz wenig. Mehr wollen wir nicht machen. Wir wollen einfach nur unsere natürliche Schönheit herausheben, herauskitzeln mit ganz wenigen Sachen. Und dann werden wir sofort jünger aussehen. Sofort, ja. Ihr seht das. Es hat sich mein Gesicht wirklich verändert und ich würde auch sagen zum Positiven. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen an die Lippen gehen wollen würden, könnten wir da noch mal so einen feinen Lippenstift drauf geben, dass auch unsere Lippen nicht mehr so, meine sind relativ bläulich, finde ich, und ich finde das auch immer so ein bisschen, macht mich so ein bisschen kränklich, ist mein Eindruck immer. Ich nehme jetzt mal so einen ganz zarten hier, der ist auch schon sehr, der ist auch nicht mehr so schön, aber er zaubert so ein bisschen. Mit meiner Lieblingsfarbe arbeitet der, mit Rosa. Ein bisschen verstreichen, damit wir da wirklich nur so einen ganz zarten Ton drauf haben. Und dann gucken wir uns nämlich mal an, was hat sich jetzt verändert. Ja, mit diesen wenigen Sachen, die wir jetzt aufgetragen haben. Ihr seht auf meinem Gesicht fast nichts an Make-up. Ja, das ist wirklich nur ganz, ganz wenig. Aber es hat viel gemacht mit mir. Es hat frisch in mein Gesicht gezaubert. Es hat mich, ja, also ich bin jetzt nicht eingebildet oder so, aber ich würde sagen, dass es mein Gesicht mindestens um 5 Jahre jünger erscheinen lässt jetzt. Einfach nur, weil man sich die Haare gekämmt hat, weil man so ein bisschen Farbe, so ein bisschen Spiel in sein Gesicht gebracht hat und weil man vor allen Dingen lacht, freundlich ist und auch seine innerliche positive Einstellung nach außen strahlen kann. Meine Lieben, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Freude gehabt, mich auf meinem Weg zu 5 Jahre jünger zu begleiten. Manche würden vielleicht sogar sagen 10 Jahre. Ich möchte ja nicht eingebildet klingen, aber ich finde das auf jeden Fall immer eine enorme Veränderung, wenn ich ein bisschen Farbe in mein Gesicht bringe und wenn ich vor allen Dingen, wenn ich morgens aufstehe, in den Spiegel gucke und da wirklich eine ganz müde Wolfsmama sehe, die die Last dieser Welt förmlich auf ihren Schultern trägt, und wenn ich dann morgens nach dem Duschen rauskomme, meine Haare geföhnt habe, einfach mein Mindset in die richtige Richtung lenke und dann auch noch ein bisschen Make-up auftrage, dann kann ich sagen, jo, ich habe es geschafft und sehe 10 Jahre jünger aus. Was meint ihr? Schreibt das gerne in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen, über eure Meinung. Klar, meine Haare haben Verbesserungsbedarf und Bedürfnis, alles okay, aber es ist halt mein Geschmack. Ich mag diese Frisur gern, ich mag auch meine Haare so, wie sie sind. Aber da kann man natürlich noch richtig viel rausholen, ja, also dass man da noch jünger aussehen könnte. Also haut rein und versucht das Beste aus eurem Gesicht, aus eurem Körper herauszuholen. Ein paar kleinen Schritten mit schon einem Lächeln morgens früh auf dem Gesicht habt ihr mit Sicherheit auch
4 Jahre gewonnen und sieht dann jünger aus. Das sind so meine Tipps und Tricks, um ein bisschen jünger auszusehen. Natürlich habe ich noch viele andere, aber da kommen wir dann in den nächsten Videos noch dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!